Hi, im heutigen Video möchte ich euch das Videomaterial des Ölwechsels zeigen, den ich im November durchgezogen habe. Ich habe bei dem Ölwechsel ein bisschen mehr als 12 Liter Öl verwendet. Die Ölmenge wurde in Quarts angegeben und ich hatte grob über den Daumen gepeilt, gedacht, dass das auch relativ nah an den Litern dran ist, aber der Unterschied bei 13 Quarts sind halt schon, dass es eigentlich nur 12,3 Liter sind, die rein müssen. Deswegen erzähle ich im Video jetzt bestimmt ein paar Mal, dass da 15 oder 13 Quarts reinkommen, also Liter. Bei mir kommen 13 rein, was 12,3 Litern entspricht. Also viel Spaß mit dem Video. Werkzeug geholt. Und jetzt fahren wir den Wagen noch ordentlich warm. Also wenn ihr einen Ölwechsel selber macht, dann passt auf, dass ihr ein Behältnis habt, was groß genug ist. Wie ihr hier seht, ist das echt schon an der Kotzgrenze. Läuft jetzt schon seit 8 Minuten ungefähr raus. Es kommt immer noch so ein bisschen und ich tue die in der Zeit jetzt mal die Ölablassschraube ein bisschen reinigen. Die ist relativ leicht rauszuschrauben. Es ging mit der Hand jetzt, ich brauchte gar kein Werkzeug. Ist auch nur so ein Viertelumdrehungsding, vielleicht eine halbe Umdrehung, dann ist die draußen. Das war eigentlich ganz schön, weil hier war auch jetzt so eine Nuss dran. Ich mache das noch mal ein bisschen sauberer mit irgendeinem imperialen Ratschenaufsatz, den ich hier nicht gehabt hätte. Deswegen bin ich gerade ganz froh, dass das so ging mit der Hand. Ich denke, das muss auch so sein. Das habe ich, glaube ich, in einem anderen Video von Namis mal gesehen. Aber das läuft und läuft und läuft und ich will eigentlich noch den Ölfilter raus machen, aber ich lasse das hier noch ein bisschen laufen. Bin froh, wenn das rauskommt. Alleine, das alleine zu machen, ist jetzt nicht so die geile Idee. Ich würde immer einen Gehilfen mir holen. Ich habe den Wagen jetzt schon hier auf Holzbretter drauf gefahren, damit er höher ist. Sonst hat man hier kaum Platz, obwohl das so ein Riesenschiff ist. Ja, halt wie gesagt, immer jemanden dazu nehmen, der einem hilft. Hier an dem Punkt mal ein Gruß an den Philipp, ja, der sich immer noch nicht blicken lassen hat. Ich warte hier noch ein bisschen, bis das Öl rausgelaufen ist und dann schalte ich euch wieder dazu, wenn der Ölfilter dran ist. Ich habe jetzt die Ablassschraube soweit sauber. Habe jetzt noch mal so 10 Minuten gewartet. Es läuft immer noch. Deshalb habe ich mich jetzt dazu entschlossen, da es nur so ein Tröpfeln ist, schon mal alles um die Ablassschraube sauber zu machen, damit ich dann sie wieder einsetzen kann, um dann mit dem Ölfilter weiterzumachen. Ich muss auf jeden Fall die Schüssel vorher nochmal leer machen, bevor ich den Ölfilter jetzt rausdrehe. Ich bin froh, dass das eine 15 Liter Wäschebox ist. Ich mache immer an die Dichtung, wenn ich welche sehe, eine dünne Schicht von dem alten Öl dran, dass man sich sicher sein kann, dass die auch wieder schön abdichtet. Dann kommt es rein. Zack. Tatsächlich, Leute, es ist eine halbe Umdrehung. Dann geht es nicht weiter zu drehen. Mache ich drumherum noch ein bisschen sauber. Ich zeige euch das Ganze mal. Tada! Ich werde hier drumherum jetzt noch ein bisschen ordentlicher sauber machen. Das Öl rausschütten aus meiner Box. Und dann hier drüben mit meinem Ölfilter weitermachen. Da wird ja auch noch mal ein bisschen Altöl rauskommen, was ich dann noch mal rauslaufen lasse. Wenn man das hier schön trocken hat, dann hat man auch den Check, falls, wenn man den Motor dann wieder anschmeißt mit dem neuen Öl, dass es auch wieder dicht ist. Ist wirklich zu. Ja, ich bin zufrieden hiermit erstmal.
So, nun ist der Ölfilter dran. Der quasi, wenn die Ablassschraube da drüben ist, ist er halt da auf der rechten Seite unterm Beifahrer. Versuch's mal mit der Hand. Lass das jetzt erstmal ein bisschen laufen. So. Hier komme ich schon wieder mit meinem neuen Ölfilter. Das hier hat sich ja größtenteils beruhigt. Gucken wir mal, dass wir ihn lose kriegen. Ja. Genau. An sich ist ja bei einem Ölwechsel nicht viel dabei. Also es ist halt nur eine Sauerei. Man muss sich auf jeden Fall eine Unterlage schaffen, dass hier man die Umwelt nicht mit verpestet. Das Öl schön warm fahren, Öl ablassen, es ordentlich ablaufen lassen und dann halt den Ölfilter danach nochmal raus. Das auch noch ein bisschen abtropfen lassen. Nachdem das ein bisschen abgetropft ist, gern den Bereich um den Ölfilter sauber wischen. Ich bin da so, ich versuche immer, wenn man im Zentrum irgendein Loch hat, natürlich immer von dem Loch wegzuputzen, dass man ja nicht irgendwie Dreck reinwischt. Wir haben zwar jetzt einen neuen Filter, aber wir wollen natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendeinen Motorschaden hat, möglichst gering halten. Jetzt ist auf jeden Fall Zeit für den neuen Ölfilter. Neuer Ölfilter, wieder von Motorcraft. Und hier haben wir halt eine Gummidichtung. Die schmiere ich jetzt noch ein bisschen mit dem alten Motoröl ein. Das nehme ich natürlich was oben schwimmt. Schmiere nur einen dünnen Film drauf, dass Gummi schön abdichten kann. Muss auf jeden Fall überall Öl drauf sein, auch an den Seiten so ein bisschen. Ich bin da kein Fachmann, aber ich habe schon ein paar Ölwechsel gemacht und bisher war das immer so okay. So. Jetzt setze ich ihn wieder an. Versuche ihn ergreift. Dann drehe ich ihn ganz normal rein. So, ich denke, das ist dicht. Jetzt nehme ich nochmal ein Tuch. Wische alles drumherum frei. Weg von Öl. Dass man eventuelle Öllecks, falls die jetzt auftreten sollten, nachdem ich neues Öl reingemacht habe, dass die erkennbar sind. So, jetzt haben wir hier unser frisches Öl, was wir jetzt endlich einfüllen können. Das sind jetzt immer 1 Liter Schritte. Steht was von 13 Litern ab 2017, sollen es dann 15 Liter sein, 15 Quarts. Ich werde jetzt, ich habe gerade schon 11 reingemacht, jetzt mache ich 12 und 12,5 rein und schaue dann mal, wie es ausschaut. Jetzt 12 Liter drin und jetzt steht was von 13 mit Filter. Ich warte jetzt mal ein bisschen. Dann anmachen? Ich darf einmal ja mal durch, also dass er das Öl verteilt schon mal, genau. ohne laufen zu lassen. Ja, ja. Dann kommt das ja auch in den Filter hoffentlich rein. Das wird man halt hier ein paar Mal machen. Und dann gucken wir mal, wie das der Fallstab sagt. So, der Ölwechsel ist jetzt durch. Ich habe 12,5 Liter reingefüllt. Das war auf dem Peilstab jetzt 3/4 voll, das Öl. Ich werde jetzt die nächsten Kilometer noch mal schauen, ob das so passt. Natürlich schon fahren,
und werde euch auf dem Laufenden halten. Es hat mal locker 2,5 Stunden gedauert, aber beim ersten Ölwechsel ist es immer so. Wir haben ja jetzt nicht gerade die besten Gegebenheiten, um sowas zu machen. Also in einem Garagenkomplex mit Kopfsteinpflaster, ohne eine Hebebühne und sowas, das ist alles kontraproduktiv. Beim nächsten Mal sollte man das halt eher irgendwo machen, wo man die direkt anheben kann. Aber das kommt alles mit der Zeit.